also es ist echt wahnsinnig schön hier. Hier ist die spanische Grenze übrigens irgendwo. Sie hat, war, kam gerade ein SMS mit spanischem Roaming. Und schau dich das hier an. Hier ist alles voll mit Fliegen wieder. Hier, die fressen die ganzen anderen toten Fliegen auf. Und sind auch, wenn man hier anhält, im Helm überall drin. Ah, schnell weiter. Diese wunderschöne Straße hier entlang. Also es ist wirklich atemberaubend schön hier. Hier könnte man stundenlang verweilen. Also hier würde ich auch mal eine Weile rumlaufen einfach und auf den Bergen wandern. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Da kann man alles noch ein bisschen intensiver und langsamer erleben. Aber da verpasst man vielleicht dann den nächsten Moment, den wir jetzt wahrscheinlich schon relativ bald haben. Weil wir sind immer noch ganz am Anfang von den Pyrenäen. Tag 1, wir haben jetzt noch 156 Kilometer vor uns. Navi sagt so 3,5 Stunden. Naja, wenn wir so vorankommen wie jetzt die letzten 2-3 Stunden, wird das noch deutlich länger dauern. Denn ja, wir halten halt hier alle Forstlang an und genießen diese unfassbar schöne Landschaft. Aber so soll es ja auch sein. Ich habe auch heute den Tag 1, den wir heute so richtig in den Bergen haben, von der Kilometeranzahl her ein bisschen knapper geplant. Morgen und übermorgen ist es tendenziell ein bisschen länger von der Strecke. Aber da gibt es ein paar Punkte, wo wir auch zur Not noch ein kleines bisschen abkürzen könnten und was weglassen können, optional. Also da schauen wir mal einfach, wie wir durchkommen. Vielleicht schaffen wir es auch mal einen Tag wieder richtig früh loszufahren. Da stehe ich ja auch ein bisschen drauf, weil das auch nochmal andere Bilder gibt. Aber wir werden sehen. Im ersten Teil sind wir in Gießen gestartet und haben einen mehr als 1200 Kilometer langen Autobahnmarathon hinter uns gebracht, um möglichst zeitsparend in Richtung Pyrenäen zu kommen. Nach einer Nacht, ein kleines Stück westlich von Bordeaux, sind wir an diesem Morgen am Atlantik gestartet und in die Pyrenäen eingetaucht. Wir schlängelten uns Kilometer für Kilometer dieser wunderschönen kleinen Straße entlang, welche uns die ganze Zeit ganz in der Nähe der französisch-spanischen Grenze, dem Pyrenäen-Hauptkamm, entlang führte. Abgesehen von diesen schier endlosen Weiten und atemberaubenden Landschaften beeindruckte mich vor allem auch, wie viele verschiedene Tiere hier völlig frei über diese Wiesen wandern. Set the scene on a broken mill, kerosene and a little lamp, and just enough light to make out a figure. She got the thunder under her command. She got the... Oh, diese Schafe interessiert es überhaupt gar nicht, dass man hier lang fährt. Die stehen einfach stur auf der Straße und tun so, als wenn sie es eigentlich nicht sehen. Verrückt. Und es ist echt ein bisschen anstrengend hier auf dieser kleinen Straße, dass einem doch immer wieder Autos entgegenkommen und verhältnismäßig wenig Motorradfahrer und auch wenig Fahrradfahrer. Aber Autos, kleine Jeeps und so, kommen immer wieder welche an. Und es ist zum Teil dann so ein bisschen herausfordernd, hier an manchen Stellen dran vorbeizukommen. She knows where I am and they watch me almost every day. I can take all the memories, and I can blow them to smithereens, but the ashes would fall and they'd recollect a figure. And I can't.
So, wir haben endlich was gefunden, wo wir jetzt hoffentlich was zu trinken bekommen. Das wäre echt nötig. And we'll have enough light that will make it through the winter. Boah, and I'll hold you so tight that will make it through the winter. Und ja. Manchmal ein wenig herausfordernd, drauf zu kommen, wenn es ein bisschen schräg ist. Aber bis jetzt hat es immer geklappt. So, wir fahren weiter. Wir haben ja was getrunken. Das war gut. Zu essen gab es leider hier nichts. Wollen alle keinen Umsatz machen. Umso besser für uns, dass wir direkt weiterfahren können. Und ich habe gerade mal geguckt. Wir fahren jetzt noch mal ein Stück durch Frankreich durch, dann geht's so richtig nach Spanien rüber. Nicht nur so an die Grenze, sondern wir fahren richtig nach Spanien rein, um dann aber wieder über einen weiteren Pass wieder nach Frankreich rüber zu fahren. Also, wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Das sind zwar nur 200 Kilometer hier auf Kalimoto, aber mal sehen, ob wir das so schaffen, weil Jan ist schon einfach sehr, sehr langsam zum Teil unterwegs hier. Wobei die Straße sieht gerade ein bisschen schneller aus. Da kann man es extrem schlecht abschätzen. Das Navi sagt jetzt 3,5 Stunden, aber das haut auf gar keinen Fall hin. Weil wir natürlich auch noch die ein oder andere Pause machen werden und auch in aller Regel etwas langsamer sind, wie das hier das Navi ansagt. Aber hier die Straße ist mal ein bisschen breiter. Kann wieder ein bisschen flüssiger fahren, auch mal wieder schön. Und trotzdem kurvig ohne Ende. Wir haben trotz, wer auch sonst mit Kalimoto fährt, kennt sich ja so ein kleines bisschen mit dem Kurvenindex aus. Und wir hatten ja heute Morgen noch ein ganzes Stück Autobahn und wirklich sehr, 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 sehr viel gerade Strecken. Also mehrere, ja, ich glaube, es waren fast 200 Kilometer, die eigentlich noch langweilige Strecke waren. Und wir hatten trotzdem heute auf der Route den Kurvenindex von 105. Das ist schon ziemlich krass. Many times we have walked ourselves in circles, only to find we're in the right place. Between the verses and the words to make us whole, we find peace, knowing together we're never alone. And through the years we have heard the doubts, we know them, but here we are in the lion's den. Search of the horizon, I just hope we will see there at dawn. 'Cause who says the night can last forever? I was there when it was young. Who says the time will be remembered when we were always on the run?
mal wieder ein Genuss, auch mal wieder solche Kurven zu fahren, die einfach ein bisschen schneller sind, ein bisschen breitere Straße. Man muss nicht Angst haben, dass permanent einer in einer Kurve plötzlich vor einem steht. Das war vorhin bei diesen kleinen Engstraßen doch schon zum Teil etwas herausfordernd. Da ist es mal echt schön hier wieder. Und da schafft man natürlich auch mal ein paar Meter. Kommt man ein bisschen schneller voran und kommt trotzdem auf seine Kosten. Und hier sitzt sie wieder, die Schäfchen. Hey Bro, mach Platz. Boah, was ist hier wieder für eine wunderbare Straße runtergeht. Kann das schon erahnen hier. Kälbchen, na du, was guckst du so? Hey? Was schaust du? Völlig unbeeindruckt. Es geht im wilden Zickzack hier den nächsten Pass hoch. Der sollte uns jetzt nach Spanien rüberführen, wenn mich nicht alles täuscht. Die Grenze zwischen Frankreich und Spanien verläuft ja quasi die ganze Zeit so in den Pyrenäen. Und man kann halt wunderbar zwischen diesen beiden Ländern hin und her fahren. Und das sollte man auch unbedingt tun, weil dann kreuzt man definitiv immer wieder hier die Gipfelketten und fährt ständig so Straßen hoch und wieder runter. Tongues of green and white.
I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest our bodies for the night and leave before sunrise. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. Sind jetzt auch wieder deutlich über 1000 Meter hoch, 1212, um genau zu sein. Und es geht immer weiter hoch und mal sehen, ob wir vielleicht sogar hier mal ein Stück weit über den Wolken fahren. Das wäre ja auch wieder mal echt cool. Gibt immer einen krassen Anblick, wenn die Wolken unter einem schweben. Rest here for the night and leave before sunrise. Wild berries and sweet kisses are our mouths delight. We sit near the fire under the moon's light. No one else to disturb us, we enjoy the night. Fall asleep warm. Side by side, up at dawn, I can see a breath of morning light. Warms our love as we bathe in the riverside. The water's cold and it's dangerous. Auf jeden Fall sind wir gleich in so einer Wolke drin. Und wieder Pferde. Wie krass. So, Pferdchen, lasst ihr mich durch hier? So ein kleines bisschen bedrohlich sehen die ja schon aus. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal irgendwo Wildpferde einfach so rumrennen sehen habt. Also, bei mir ist es definitiv das erste Mal und hier sind einfach überall welche. Und ich finde es total cool. Wir haben jetzt gerade nochmal unsere Route ein ganz kleines bisschen angepasst und noch eine Tankstelle reingehauen, weil das Tankstellennetz ist hier gar nicht mal so groß und die nächste Tankstelle wäre für Thomas auf jeden Fall zu weit gewesen und deswegen, oh, guckt euch das an hier. Deswegen machen wir noch einen ganz kleinen Stich in Spanien. In eine Straße rein, es sollte kein riesen Umweg sein und da ist nämlich eine kleine Tankstelle da. Tanken wir dann und dann geht es wieder weiter. Sind auch wieder ein paar Schafe und die liegen hier einfach auf der Straße rum. Das interessiert sie einfach null. Das ist krass. Vorbei am Ort Lerro ging es weiter südlich und immer höher über den 1362 Meter hohen Col de Romandie und weiter zum Peur de Lerro. Dieser 1573 Meter hohe Bergpass bildet den Übergang zwischen der ehemaligen Provinz Soule im französischen Baskenland und dem spanischen Valle de Salazar.
Nachdem die letzten Kilometer bis zur Passhöhe noch einmal deutlich angestiegen sind, ist die Abfahrt auf der spanischen Seite deutlich flacher und schneller. Also ihr seht hier, die spanische Sonne ist die heißere Sonne. Wir haben 29 Grad jetzt hier. Das ist absolute Rekordtemperatur und man merkt es auch ganz, ganz deutlich. Ich hoffe, dass es bald unsere Tankstelle kommt. Wunderbar. Einmal voll machen bitte und dann geht's wieder zurück. Wir sind wieder auf unserer eigentlichen Route. Der kleine Abstecher zur Tankstelle ist Geschichte. Und es geht ja schon wieder richtig gut nach oben. Haben auch schon wieder die 1000 Höhenmeter Marke überschritten und es ist wieder angenehme 25. Das war gerade schon mal noch ein bisschen kühler. Aber man merkt auf jeden Fall, dass hier die Luft schon wieder kühler wird. Sehr angenehm. Und die Straße ist auch ein Genuss hier, der so ein bisschen was Schnelleres. Ist. 1129 Meter. Und es geht wieder runter. Es ist immer wieder ein Genuss hier, wenn man bergab fährt und so ein bisschen in die Bremse reingeht, ein bisschen härter, wie stabil hier die Versus 1000 SE wieder vorne auf der Gabel wird. Das ist einfach, das fällt einem immer direkt auf, weil man einfach so einen geilen Bremsdruck hat und hier einfach nichts einsackt vorne, sondern die Gabel sofort zumacht, fest wird. Das ist unglaublich geil, dieses Fahrwerk. Ich liebe das. Und ich würde mich so freuen, wenn es das auch in der 650er Versus geben würde. Weil an sich ist das 650er Versus Modell auch schon ausreichend für sowas hier. Aber vom Fahrwerk her, da besticht die SE wirklich. Besticht die wirklich alles. Die Raste am Boden. Ja, man erschreckt sich aber erstmal wieder, wenn man bei der Versus das erste Mal die Raste schleift. War auch gleich ganz ordentlich. Aber die verlangt hier förmlich nach Schräglage und schreit danach. Schaut mal hier drauf, da geht es gleich hoch und die Straße ist echt geil. Die bleibt, glaube ich, so breit. Das wird gleich richtig gut. Und es geht tatsächlich hier diesen Berg hoch. I set it all on fire, yes, I take the ride. When my excuses run dry, put them in overdrive. Where do I go?
kommen die Wolken runter. Die drückt hier so den Berg hinab. Boah, mega geil. Ich finde es so geil jedes Mal. Mit dem Licht jetzt noch. Oh, herrlich, herrlich. Da fällt es wieder schwer, hier die Augen auf der Straße zu lassen. Tja, die eine Kuh findet nicht mehr zu ihren Buddies. Ist auch gut Kacke auf der Straße, muss auch ein bisschen vorsichtig machen. Und hier stehen wieder Pferde rum. Ah. Oh, wahnsinnig. Die Kühe denken manchmal hier, warum haben die diese blöde Leitplanke hier hingebaut? Oh, das ist einfach so krass. Wieder ein Pferdchen. Nach gut 25 Kilometern über diese traumhafte Straße, welche uns nordöstlich aus dem spanischen Roncal-Tal fast 1000 Höhenmeter aufwärts geführt hat, ging es über den Portillo de Iraize in die Wolken hinein und unmittelbar an der französischen Grenze entlang immer weiter hinauf zu unserem höchsten Pass, welchen wir heute überqueren werden. Den Col de la Tierre Saint-Martin. Jetzt bin ich ja mal gespannt, es ist ja was ganz komisches auf dem Navi drauf. Ah, das ist die Brücke hier. Wir fahren wirklich jetzt einmal hier im Kreis. Das ist hier abgefahren. Der La Tierre Saint-Martin ist mit seinen 1760 Metern gleichzeitig auch unser erster Pass in den Zentralpyrenäen. Denn hier verlassen wir endgültig die westlichen oder atlantischen Pyrenäen, welche mich mit ihren einsamen, ausgedehnten Graslandschaften und diesen winzigen Sträßchen, welche sich schier endlos durch diese Berge geschlängelt haben, wirklich schwer beeindruckt haben. Wieder in Frankreich.
so unfassbar schön aus. Die Abfahrt vom Col de la Trière Saint-Martin ist optisch wie fahrerisch noch einmal ein ganz besonderes Highlight. Über den 1450 Meter hohen Col de Soudé geht es gute 25 Kilometer extrem kurvig und steil die Nordrampe hinab, durch die Wolkendecke hindurch bis nach Arrête und weiter nach Oloron-Sainte-Marie, wo wir uns ein Hotel gebucht haben, in der Hoffnung, noch etwas Ordentliches zu essen zu bekommen und den Tag gemütlich ausklingen lassen zu können. So, wir müssen jeden Moment jetzt an unserer Unterkunft ankommen. Und ja, es ist 20.10 Uhr und es reicht auch wieder. Es war echt ein echt geiler Tag heute. Ich bin vollauf zufrieden mit dem, was wir heute alles gesehen haben. Und was heißt zufrieden? Ich bin begeistert und bin erfüllt. Und freue mich jetzt auf eine Dusche. Weil das Popometer sagt ganz klar Feierabend. Und dann werden wir uns was zu essen suchen, was zu trinken und den Tag ausklingen lassen. So, da ist unser Hotel, Alizon Hotel. War gerade ein bisschen knifflig, das zu finden, aber wir haben es. Wir haben es jetzt und fahren jetzt mal da rein, wobei das hier alles ziemlich ausgestorben aussieht. Mit Essen müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Aber hier gibt es auch ein Restaurant im Hotel. Dass dieses genau heute geschlossen haben wird, sowie auch irgendwie alles andere hier in diesem Ort, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte, welche ich euch in Teil 3 unserer Pyrenäentour erzähle. Das steht ein bisschen zu schräg mir. Ich würde jetzt hier stehen bleiben, ja, nicht? Ja. So, wir sind da. GoPro ausschalten. Das war der zweite Teil unserer Pyrenäen-Tour. Doch die Reise ist noch längst nicht zu Ende. Teil 3 startet für uns etwas feuchter, doch am Ende werden wir mit beeindruckenden Bildern inmitten von 3000ern belohnt. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich über einen Kommentar und ein Abo von dir. Wir sehen uns im nächsten Video.